désir et d'habitude. Mon cœur durci affine ma plume, tête pas encore sûre. Avec mes textes pleins de ratures, entièrement je l'assume. Mais je veux plus abandonner, tellement tombé du mauvais côté. J'aimerais être quelqu'un de bien, même si je merde dans ma vie statique. Je comprends pas, pourtant je suis le genre type. Veux croire en l'espoir de réaliser ses rêves. Pourquoi en y renoncer certains matins quand on se lève? Pour me repentir, les heures s'écoulent enfermé dans ma chambre à écrire. Les jours sombres et orageux dans ma gueule que j'ai pas vu. Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute zeige ich euch mal ein kleines französisches Slipjoint-Taschenmesser. Zu diesem Taschenmesser bin ich ganz überraschend gekommen, schon vor einiger Zeit. Irgendwann schrieb mich der Stefan vom Kanal Stefan123321 auf Facebook mal an und fragte mich, ob ich dieses Messer haben wolle, denn er selber und seine Frau hätten für dieses Messer keine Verwendung, würden es nicht benutzen und sie fänden es schön, wenn es ein bisschen benutzt werden würde bzw. in Gebrauch kommen. Da habe ich dann sehr schnell Ja gesagt, weil ich fand das wirklich ganz attraktiv. So, um was handelt es sich? Es handelt sich um ein Messer der französischen Firma Parapluie à l'épreuve. Bitte entschuldigt, ich kann kein Französisch. Ich bin einer der wenigen Bescheuerten gewesen, die in der Schule Latein gewählt haben und nicht Französisch. Von daher werde ich wahrscheinlich alles an französischen Ausdrücken in diesem Video grauenvoll verhunzen. Das Modell, um das es hier geht, ist das Queue de Poisson, also Fischschwanz. Am Anfang wie immer zu den Spezifikationen. Wir haben eine geschlossene Länge von 9,1 cm. Wir haben eine Klingenlänge von 7,9 cm, 7,3 sind scharf. Das Messer ist hier hinten am Ricasso 2,87 mm dick und dann verjüngt es sich sehr schnell kontinuierlich bis zur sehr feinen Spitze. Der Griff ist von der Form her fast quadratisch. Er hat eine Dicke hier in der Mitte von 1,09 und eine Höhe von 1,08. Und das Gewicht des Messers kommt mit 41 Gramm. Wir haben einen Flachschliff aus einem Carbonstahl. Hier unten, hier auf dem Griff ist dann der Parapluie drauf und die Firmenbezeichnung. Hier unten Thiers als Fertigungsort. Die andere Seite ist komplett plain. Wir haben hier vorne noch so eine Schleifschor oder Swatch, wo hier vorne das Nagelhau ein bisschen abgeflacht ist. Das ganze Messer hat eine Geschichte. Und zwar ist es zum ersten Mal im Nordwesten Frankreichs aufgetaucht von einer Manufaktur, die geleitet wurde von einer Madame Lacroix. Dieses Messer wurde bevorzugt von Frauen getragen in ihren Handtaschen. Ich glaube, das kann man gut verstehen. Das ist sehr klein, sehr elegant. Und da zum Chassecroute, also zur Brotzeit, verwendet und für andere Sachen. Und das war auch die erste Assoziation, die ich mit diesem Messer verbunden habe. Es erinnerte mich sehr an diese Probiermesser, die es gibt mit sehr langen, dünnen Klingen. Ich glaube, dieses Messer ist wirklich als Messer zum Essen hervorragend. Was da dann allerdings ein bisschen negativ ist, ist der verwendete Carbonstahl, der anläuft und den typischen Eigengeschmack vom Stahl unter Umständen in die Lebensmittel überträgt. Da muss man halt dann an ein wenig Patina arbeiten, dann legt sich das meistens sehr gut. So. Das Messer verfügt über Griffschalen aus Plastik. Momentan, wenn man bei Passion France oder ähnlichem guckt, dann gibt es die mit so einem Schildblattimitat. Diese hier sind einfach schwarz durchgefärbt, haben hier Pins, die aber so wie es aussieht, nicht das Messer halten, sondern beziehungsweise die Griffschalen halten,
sondern das sieht so ein bisschen wie eingegossen aus. Ich kann das aber nicht genau verifizieren. Ich könnte mir sehr schön vorstellen, dass diese Griffschalen auch mit Horn gemacht würden oder mit einem anderen natürlichen Material. Holz kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Ich glaube, das wäre ein klassisches Messer für eine Hornbeschalung. Oder für als Damenmesser natürlich auch sehr gern genommen mit einer Perlmuttbeschalung. Das wäre wirklich was sehr, sehr Schönes. Die Machart des Messers und die Fertigung ist durchaus anständig. Wir haben keine hundertprozentig saubere Fertigung. Hier vorne ist es so ein bisschen komisch. Aber das ist für ein französisches Modell durchaus prima. Was mir sehr gefällt, ist der Klingenabschluss hier im Griff, dass der plan ist. Auch hier ist er fast plan. Wir haben also keine Sachen, wo sich Dreck beim Essen gerade reinsetzen kann oder nicht so leicht reinsetzen kann. Natürlich können Flüssigkeiten hier zwischenlaufen, das ist ganz normal. Aber insgesamt ist das für das Essen eigentlich wesentlich besser als die tiefen Lücken, die wir manchmal hier am Ricasso bzw. an der Klingenwurzel im Verhältnis zum Griff finden. Sehr interessant ist natürlich hier diese Einkerbung, die dann diese Fischschwanzgeschichte nochmal verstärkt. Das Messer kam recht scharf. Ich habe es nochmal ein paar Mal übers Leder gezogen, muss aber zugeben, dass ich es momentan auch nicht so häufig in Benutzung habe. Das Einzige, was bei dem Messer ein bisschen stört, ist hier hinten die hochstehende Klingenspitze. Man würde hier, also das fängt hier tatsächlich sogar die Haut vom Finger. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, das ist okay. Aufschlagen tut dieses Messer nirgends in der Klinge. Wir haben also keine Deformationen hier vorne irgendwo, das man ja bei französischen Messern gerne mal hat. Wenn man es zuschnappen lässt, das dann patsch macht. Macht es hier nicht. Wir haben einen 90-Grad-Stopp. Da steht dann die Feder ein bisschen raus. Aber das ist auch alles noch sehr im Rahmen. Geöffnet und geschlossen sitzt die Feder total glatt. Auch der Übergang hier ist wirklich gut gefertigt. Ein schönes, kleines Brotzeitmesser. Wirklich ausgesprochenes Brotzeitmesser, mit dem man sich dann seine Früchte schneiden kann und ähnliches schneiden kann. Mir gefällt dieses kleine französische Messer sehr gut und mit 41 Gramm in der Hosentasche kaum zu merken. Für die Damen in der Handtasche natürlich noch leichter. Ich mag das sehr, mir gefällt es sehr gut und ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei Stefan, dass ich dieses gute Stück von ihm erhalten habe und ich werde es in Ehren halten, selbstverständlich. Und ich werde es auch ab und zu benutzen. Ja, das ist das, was ich hier zu diesem kleinen Franzosen sagen kann. Ich hoffe, euch haben die Infos gefallen. Und ihr schaut mal wieder rein auf meinem Kanal. Bis dahin und tschüss.